Ich war auf dem Standesamt. What? Ja, habe ich gesagt. Nur aus anderen Gründen wie üblich. Das Torf- und Moormuseum in Wiesmoor hat auch ein schnuckeliges, eingerichtetes Standesamt, was bei dem Märchenfest Anfang Juni zur Märchenstube umfunktioniert wurde. Da habe ich mir das Ja-Wort nicht nehmen lassen und habe für euch die live vorgetragenen Märchen aufgenommen, wobei es natürlich auch um das Thema Heiraten geht. Ein Mäusemann möchte die stärkste Frau der Welt heiraten. Hört euch das Märchen vorgetragen von Brigitte Hagen an. Begleitet von der wunderbaren keltischen Harfe, gespielt von Heike Tönnies. Wen heiratet der Mäusemann wohl? Lasst euch überraschen. Deine Ani. Gedacht, wir beginnen mit einer kleinen märchenhaften Geschichte für unsere jüngste Teilnehmerin. Wie alt bist du denn? Wie alt ist sie? 3 Jahre. Ja, 3 Jahre. Das ist schon 1, 2, 3. Und da gibt es eine wunderschöne kleine Geschichte von einem Mäusemann, der die stärkste Frau der Welt heiraten wollte. Es war einmal ein Mäusemann, der wollte die stärkste Frau der Welt heiraten.
Da sah er die Sonne am Himmel und rief, Sonne, du machst die ganze Erde hell und warm. Du bist die Stärkste. Dich will ich heiraten. Doch plötzlich schob sich vor die Sonne eine Wolke. Und es war gar nicht mehr so warm und hell. Da rief der Mäusemann, Wolke, ich will dich heiraten. Du bist die Stärkste. Aber es dauerte nicht lange. Da kam der Wind und pustete die Wolke weg. Ja, Wind, rief der Mäusemann, du bist ja stärker als die Wolke und stärker als die Sonne. Also werde ich dich heiraten, Wind. Und der Mäusemann sah, wie der Wind zu einem Turm fegte und immer um den Turm herum blies, denn der Wind wollte den Turm umwerfen. Da sagte der Mäusemann, Turm, du bist ja noch stärker als der Wind und noch stärker als die Wolke und noch stärker als die Sonne. Turm, dann werde ich dich heiraten. Der Wind zog ab und es dauerte nicht lange. Da fiel der Turm um. Was war geschehen? Eine kleine Wühlmaus hatte jahrelang unter dem Turm gegraben und gewühlt und die Erde zur Seite geschafft, sodass der Turm keinen Halt mehr hatte und umfiel. Da sprach der Mäusemann, du kleine Wühlmaus, du bist die Stärkste, stärker als der Turm, stärker als der Wind, stärker als die Wolke und stärker als die Sonne. Dich werde ich heiraten. Und es wurde Hochzeit gefeiert. Vielleicht sogar hier in diesem Trauzimmer, wer weiß.